Wir sollten diese wichtige Debatte viel öfter führen. In der Tat ist die Situation in den Herkunftsländern die wichtigste Herausforderung für die Lösung der Flüchtlingskrise. Und nicht alles ist rosig. Man muss auch eingestehen, dass wir auch Fehler gemacht haben, dass wir auch versagt haben. Wenn ich daran denke, dass die Kürzungen des World Food Programms ausschlaggebend waren für den rapiden Anstieg der Flüchtlingszahlen im vergangenen Sommer. Unterstützungsmaßnahmen in den Herkunftsländern sind aber nicht nur aus Eigeninteresse wichtig. Sie helfen Staaten wie Libanon und Jordanien. Und jeder, der einmal in diesen Ländern war und diese Lager besucht hat, wird mit mir übereinstimmen. Es ist großartig, was in diesen Ländern geleistet wird, wie die Bevölkerung bereit ist, das Wenige mit den Flüchtlingen zu teilen. Wenn ein Land wie Jordanien, das an Wassernot leidet, mehr als 600.000 Menschen zusätzlich beherbergt. Diese Bemühungen müssen wir unterstützen mit Geld, mit mehr Geld und mit dem Aufbau von Strukturen der Selbstverwaltung, wie etwa in Satari. Diese Strukturen brauchen wir, wo Menschen die Geschicke selber in die Hand nehmen können und ihre Kinder in den Schulen erziehen und ökonomisch aktiv werden können. Wir sollten aber auch einen Schritt weitergehen und uns überlegen, ob wir nicht auch systematisch weitergehen sollten, wie es etwa nach 1945 die Amerikaner in Europa mit dem Marshallplan gemacht haben. Wir sollten darüber nachdenken, ob wir nicht einen Schumann-Plan für diese Länder entwickeln sollten.